Hallo und herzlich willkommen. Wir sind bei einem neuen Spiel, was wir uns ein wenig mal anschauen wollen. Und zwar geht es dabei um Fregatto. Und wir sind Piraten in der Karibik und wollen mal schauen, was dieses Spiel uns zu bieten hat. Das ist ein bisschen taktisch, das Spiel. Bin mal gespannt, wie das Ganze so ist und das Ganze aufgebaut ist. Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr das Spiel mal gespielt habt. Was haltet ihr von dem Spiel? Und ja, würde mich freuen, da ein paar Kommentare zu sehen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch sehr über Follower. Das heißt, drückt gern den Abo-Button. Tut keinem weh und mich würde es echt freuen. Und wir legen mal los in dem Spiel und starten eine neue Geschichte. At last. Home sweet home. Time for a well-earned rest. Hey, you looking for a job? Thank you. I'm not interested. There's quite a bit of gold on the line. But maybe I can spare a minute or two and listen. Ja, das gute, feine Gold. Das öffnet Ohren und Herzen, wie man so schön sagt. Und wir gucken uns mal das Ganze an. Da sind wir schon im Spiel. Wir spielen zuerst unseren... Ich weiß gar nicht, hat er einen Namen? Es wird auf jeden Fall nichts angezeigt, sagen wir mal so. Missionslogbuch steht auch herzlich wenig drin. Ja, und dann sind wir hier erstmal in dieser Spielwelt. Dann noch ein bisschen rauszoomen, das Ganze. Und ja, wir haben einen relativ klaren Weg hier eingezeichnet. Mit der linken Maustaste bewegen wir uns. Mit der Maus bewegen wir die Kamera. Ah, so, okay. Das machen wir auch mit den Pfeiltasten, sehr gut. Verwenden, interagieren machen wir mit Steuerung. Aha. Benutze die rechte Maustaste auf dem Feind, um seinen Sichtbereich zu aktivieren. Er zeigt seine Sichtlinie an. In der gestreiften Zone wirst du beim Schleichen nicht gesehen, während du in der gefüllten Zone immer entdeckt wirst. Okay, wir machen mal den Rechtsklick. Da sehen wir schon, hier dürfen wir auf gar keinen Fall rein, während wir hier durchaus schleichen können. Und Schleichen machen wir mit der Leertaste. So. Laufen wir mal hier rüber. Da haben wir schon das nächste. Mal schon wieder das machen. Da kriegen wir wieder ein Video angezeigt. Genau. Töten und betäuben. Ja, ziemlich simpel, ne? Wir können den also jetzt töten oder betäuben. Mit Q töten wir den, mit A betäuben wir den. Ich habe keine Lust, dass der wieder aufwacht. Deswegen ist er leider weg. So, mit der linken Alt-Taste und Mausdrehung drehen wir das Ganze. Mittlere Mausrad-Taste können wir quasi auch halten. Geht das genauso gut. Was steht da? F5 und F9. Da machen wir doch glatt mal F5. Du bist hier schon mal gespeichert. So, was haben wir hier? Feind ablenken mit E. Da fliegt der Vogel dahin. Das heißt, er guckt jetzt nur noch in die Richtung und wir könnten ihn dann ausschalten. Oder dran vorbeigehen, je nachdem. Sag mal, bist du jetzt auf? Danke. Okay, wir lenken ihn ab. Nur so weit, wie das Ding hier geht. Nervig ist das denn? Hast du... Ach, ich drücke die ganze Zeit die falsche Taste. Entschuldigung, das war die W-Taste. Oh, flieg mal dahin. Ja, das hat gut funktioniert, weil dem sein Radius war nicht weit genug. Habe ich nicht richtig nachgedacht. Ja, Cooldown. Oh, jetzt aber... Diesmal haben wir im blauen Kreis drin den Kerl. Wunderbar. Da können wir hier vorbeigehen. Ui, das war aber knapp. Okay. Dann haben wir die beiden. Gucken wir mal, was wir mit denen anstellen können. Who the hell be ye? And why be ye skulking around here? I am Charlie. I was just passing. Passing by?
at this hour, and coincidentally, just when the British soldiers be searching for me. I have no interest in getting involved in your affairs, but it seems we both have a problem with the soldiers. Fine. Let's stick together. But don't try anything funny, or ye'll regret it. I have no intention of causing any trouble. Let's go. Time is running out. Okay, Kamerarotation, natürlich, klar. Da hinten steht er. Wir schalten mal kurz zu ihm rüber. Der ist jetzt auf der 2. Dann könnten wir dem sagen, dass der den hier mal ausschaltet. Aber da nehme ich ein bisschen Spiel. Der nervt nicht so. Ihm auch bitte ein bisschen in Hocke. Man weiß ja nie. So. Okay. Gehen mal hier rüber. Schalte ihn mal aus. Ziemlich gut. Da sollen wir ein Messer werfen. Das kann nur der hier. Ei. Wunderbar. Holen wir uns das Messer wieder. Da haben wir noch 2. Könnten mal kurz speichern. So, der andere kann auch mal hier hinkommen. So, wir machen das jetzt folgendermaßen. Ich muss mal gucken, dass ich mich nicht verklicke, während wir das jetzt machen. Deswegen drücken wir nochmal ganz kurz F5 zum Speichern. Dann lassen wir den angreifen, wechseln direkt zum anderen, drücken W und... So. Beide gleichzeitig. Das war genau so gewollt. Tatsächlich. Watch me beat the odds. Okay. Komm mal hier rüber. Gucken, ob wir das noch schaffen. Schnell. Okay, sehr gut. Gerade so geschafft. Wir können den hier ablegen. Gehen direkt weiter. Gut. So. Nein. Watch me. Okay, bisschen öfters F5 drücken. Hat er den eiskalt gesehen, ey. Leck mich an der Brunner. So. Also, der, und zack. So, du hier rüber. Du auch hier rüber. Die Runde schaffen wir leider nicht mehr. Da müssen wir noch eine Runde warten. So, du bist wichtig. Den lassen wir durchgehen. Wir speichern jetzt nochmal. So, und jetzt warten wir kurz, bis der auch hier ist und dann gehen wir los. Dann gehen wir los. Wir können jetzt schon mal ein bisschen losgehen. So. Sehr gut. Einsammeln, aufheben. Weg. Boah. Er hat uns fast gesehen da hinten. So, abwerfen. Der kommt da jetzt gleich wieder. So.
Aufsammeln. Weg mit dem. Geben wir dem schon mal den Rechtsklick. Ich weiß nicht, ob wir den schaffen. Guck mal, wie der wegläuft. Verdammt. Okay, okay. In der nächsten Runde nehmen wir den uns. Ich speichere nochmal ganz kurz. So, jetzt gleich gehört er uns. Gut. Zack. Aufsammeln. Und weg damit. Uiuiui. Okay. Wir gehen mit dem hier hoch. Da sind wir sicher. Die Fässer können wir umstoßen, glaube ich. So. Er ist abgelenkt. Und Messer. Gut. Okay. Damit sind wir ganz gut weit gekommen. Ist uns nichts mehr. Das heißt, wir gehen in die Richtung, haben hier die nächsten zwei Soldaten. Ich würde sagen, wir versammeln uns mal hier. For the show. So, where to now? Ah, das sollte kein großes Problem werden. Ansonsten kommt hier auch keiner her, wie es scheint. Ja, der geht wieder zurück. Gut, dann lassen wir... den mal dahin gehen. Das können wir komplett da durchgehen lassen. Ah, cool. Tschüss. Gehen wir wieder auf die 2. Stick around for the show. Achte kurz. So, sind wir dran vorbei. Echt jetzt? Hier hat er mich noch gesehen. Ein bisschen Schaden kassiert, aber haben es überlebt. Und genug zum Feiern. Oh. Das hat mich jetzt gestört, dass der mich da weiterverfolgt hat, obwohl ich außer Sicht direkt war. Aber eigentlich auch logisch, wenn er mich gesehen hat. So, Speicher. So, was haben wir hier? Das sieht schon gar nicht mehr so lustig aus. Der guckt ziemlich strack. Das heißt, wir können uns super vorbeischleichen. Schleichen ist okay. Immer noch okay. Auf den dreht sich jetzt. Auf den kühlt drauf an, wie der guckt. Er guckt halt voll hier hinter. Das heißt, da sind wir nicht sicher. Da sind wir nicht sicher. Der guckt halt so und der, boah. Okay. Der wird sich nähern. Das heißt, ich könnte im richtigen Moment den dahin locken, indem ich die Flasche dahin werfe. Das probieren wir aus. Das heißt, wir nehmen direkt den hier, das indem wir hier rüberkommen. Der kann bis dahin gucken. Okay. Ja, steht sogar als Tipp da. Wir sollen genau das mit der Flasche machen. So, dann E. Ich warte noch kurz. Wegen dem hier.
zurück. Lauf mal dahin. Oh mein Gott. Krustas Kuh. Was aufgehoben. Oh mein Gott, das war knapp. Das war echt knapp. Aber geschafft. So, der ist erstmal weg. Zur Feier des Tages speichern wir das direkt. So, als nächstes. Ja, der guckt halt voll hin, ne? Der guckt halt voll hin. Der guckt auch zudem voll hin. Der guckt dahinter. Okay, das wird jetzt echt ein bisschen knifflig. Ich lasse den mal hier hinkommen. Der kann ja nichts, der kann nichts. Es kommt nur auf den drauf an. Ich speichere kurz. So. Was soll man machen? Rennen. Ich habe eigentlich gar keine Lust zu rennen, muss ich sagen. Oder will er jetzt, dass ich hier komplett durchsprinte? Kann ich mir nicht vorstellen. Mal kurz hier. Ja, ist gut. Mann. Okay, starten wir neu. Gut, dass wir gespeichert haben. Watch me beat the odds. Ah, komisch, dass das immer wieder und wieder plötzlich aufgeht. Okay. Du bist da, ich komme auch dahin. Den haben wir ja schon los. Kann auch nicht mal da rausholen hier. Sehr schön. Dieser rumlaufende Typ, der nervt mich gewaltig. Und der. Der guckt auch so blöd. Der sieht denn da nicht, der sieht denn da. Eigentlich können wir den hier. Na, der stört. Geht nicht. Es ist gerade ein bisschen knifflig. Also ich bin echt am Überlegen, wie mache ich das am besten? Von wegen Rennen. Schalte ich den vielleicht aus, aber... Dann kommen die ja alle gelaufen nachher. Na gut, ziemlich knifflig auf jeden Fall, diese Stelle. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das so geschafft habt, wie euch das Spiel soweit gefällt. Ich würde es bei diesem kleinen Test erstmal belassen. Das scheint auf jeden Fall strategiemäßig einiges zu bieten zu haben. Ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, würde mich freuen, da was zu lesen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Madet Jod, schwenkt der Hut, grüß euch Jod, ich bin Ott.